Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und wir haben am anderen Ende der Leitung wieder Richard Dittrich zu Gast. Ja, schönen guten Morgen, Richard. Oder Richie. Es ist so lange nicht mehr geredet, da sage ich schon Richard wieder. Schlimm, schlimm, schlimm. Herr Dittrich für Sie, Herr. Herr Dittrich, okay. Ja, heute geht es mal so ein bisschen um Marktmeinungen, ne? Und so jeder Anleger, wir kennen das ja immer aus unseren Diskussionsforen, hat die Meinung zur Tesla-Aktie oder zu allen möglichen anderen Aktien. Und wir wollen heute mal so ein bisschen schauen, kann man eigentlich so Marktmeinungen auch so ein bisschen beobachten und sogar vielleicht analysieren und daraus auch Erkenntnisse für seine eigene Strategie gewinnen. Also so ein bisschen weg von diesem reinen, ich analysiere in meinem stillen Kämmerlein alle Aktien für mich selbst und andere Wertpapiere, Derivate und was auch immer, sondern ich gucke einfach, wie sind eigentlich andere Anleger gerade so eingestellt? Das heißt ja nicht, dass die anderen unbedingt recht haben müssen, aber wenn ich halt weiß, wie die insgesamt vorgehen, kann ich daraus vielleicht eine Strategie bauen, darum geht's. Also blind der Horde hinterherrennen ist auch nicht immer vielleicht das Richtige, aber man muss halt einfach wissen, welche Tools, welche Möglichkeiten gibt's und dann kann man sich überlegen, wie gehe ich mit diesen Informationen um. Ich glaube, das Wichtigste, was ich entscheidend finde, ist, es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe eine Meinung, ja, kann ich ja haben, und ich habe eine Meinung und ich setze darauf auch Geld. Also ich tue auch wirklich was. Also ich habe hier Meinung oder Skin in the Game mal ganz kurz auf die erste Folie geschrieben, weil ich finde es immer ganz, ganz wichtig, wenn man sich mit Leuten unterhält und die haben ganz klare Marktmeinungen und es muss steigen und es muss fallen. Und wenn man dann mal fragt, ja, bist du momentan investiert? Wenn man der Meinung ist, es steigt, dann kommt oft so, nee, eigentlich ja nicht. Dann sage ich, gut, da ist die Meinung ja nicht ganz so viel wert. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, hast du eine andere Einschätzung oder sagst du auch, Meinungen sollten schon auch ein bisschen greifbarer sein und da sollte man auch dafür stehen? Ja, ich finde es auch auf jeden Fall. Also da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Es gibt ja auch den Spruch, die Leute wählen mit den Füßen, ja, oder erst mit dem Geldbeutel wird gewählt. Also wenn ihm irgendwas behaupten kann halt jeder immer und dann aber, wenn er halt dann tatsächlich auch sein Geld da investiert, dann ist es ja auch im Endeffekt das Eigentliche, was zählt, ne? Ja. Gut, außer geht davon aus, der Markt fällt, dass man dann vielleicht nicht investiert sein muss. Da gibt es andere Möglichkeiten, aber da kommen wir nachher zu sprechen. Eine Frage, die unglaublich, unglaublich oft gestellt wird, genau aus dem Grund, weil viele Anleger denken, wenn sie da die Antwort bekommen, können sie schon sehen, was die Allgemeinheit momentan macht. Es gab eine Preisfeststellung, da gab es 1000 Stück im Umsatz, da wurde ein Preis gemacht. Und immer wieder kriege ich dann die Frage gestellt, ja, waren da jetzt mehr Käufer oder Verkäufer dabei? Ganz ehrlich, nochmal, jede Frage, die ich dazu beantworten muss, 10 Cent und ich stände nicht hier. Ich bin jetzt seit 2001 an der Börse und die Frage kommt echt, echt häufig. Ich kann es irgendwo auch verstehen, weil was wollen die Leute daraus erkennen? Die wollen einfach sehen, sind mehr Leute momentan der Meinung, der Markt steigt in dieser Aktie oder im allgemeinen Markt oder sind mehr Leute der Meinung, der Markt fällt? Wenn mehr Leute denken, es steigt, dann kaufen halt vielleicht mehr, ist die Frage in dem einen Preis, und ansonsten fällt mehr. Ja, grundsätzlich richtig, aber pro Preisfeststellung 1000 Stück Umsatz müssen immer gleich viel Käufer und Verkäufer sein. Es kann ja nichts gekauft werden, wo niemand was verkauft. So. Was aber wirklich richtig ist, man kann durchaus natürlich an der Bewegung des Marktes sehen, ne? Ob mehr Käufer oder Verkäufer im Markt sind. Klar, wenn das Interesse groß ist, viele Leute eine Aktie haben wollen, weil sie gehypt ist, weil es tolle Nachrichten gibt, gute Zahlen, dann wollen die viele haben. Und die Besitzer sagen, die ist total toll, die behalte ich erstmal. Und dadurch steigt der Preis. Klar, logisch. Also daran kann man es erkennen. In der anderen Richtung genauso, aber das ist immer eine Betrachtung des letzten Preises und nicht in die Zukunft. Also man kann das durchaus machen und kann sagen, klar, jeder schaut sich den Preis an und in jedem Preis steigen oder fallen. Sind genau diese Erkenntnisse drin, waren mehr Interessenten im Kauf oder auf der Verkaufsseite dabei, aber das hilft mir jetzt erstmal relativ wenig für die Zukunft. Das ist eine Vergangenheitsbetrachtung. Wichtig, sollte man verstehen, aber wir wollen ja in dem ganzen Video auch mal zeigen, gibt es noch Möglichkeiten, ein bisschen stärker in die Zukunft das Ganze prognostizieren. Und dazu habe ich jetzt mal was mitgebracht, was bei uns seit einigen Jahren schon gibt. Dass man einfach sagt, da geht doch noch ein bisschen mehr. Ja, bei uns an der Börse Stuttgart, Briefderivatebörse in Deutschland Nummer 1, da kommt jetzt viel, vielleicht, Entschuldigung, Werbe aus, kommen viele Produkte natürlich auch im Angebot, die sich speziell auf steigende, und ich habe es vorher angekündigt, auch auf fallende Märkte konzentrieren. Man kann also bei uns Produkte kaufen, die eine klare Ausrichtung auf einen steigenden Markt haben. Das sind dann Call- oder sogar eine Bull-Produkte. Man kann aber, wenn man auf fallende Märkte setzen möchte, nicht wie bei einer Aktie normalerweise nur sagen, ja, ich warte mal und kaufe die vielleicht später günstiger nach. Man kann auch hier in Anführungszeichen Put- oder Bear-Produkte kaufen, also Produkte, die von einem fallenden Markt profitieren. Das heißt, hier kann ich beide Meinungen erkennen und zwar
bei der Transaktion, beim Kauf oder Verkauf in die Zukunft unbedingt gerichtet und nicht nur, da wurde ein Preis festgestellt, wie bei einer Aktie, aber wie der nächste sein wird, wie da die Meinung ist, das erkennt man erstmal nicht. Das ist so mal die Grundkonstruktion, die wir genommen haben. Und da in den Produkten relativ viel los ist, sagt wir uns, okay, wir machen mal so ein Sentiment. Das zeigt ja schon an, Euwax Sentiment ist eine Marktmeinung, so ein Versuch, aus den Daten was herauszulesen und dadurch eine Meinungsbildung zu erkennen. Wichtig ist, ich sagte ja, wir haben Produkte auf steigende, auf fallende Märkte. Wie können wir da am besten erkennen, welche Meinung die Anleger haben? Klar. Wer ein Produkt auf einen steigenden Markt kauft, also ein Call oder ein Bull-Produkt, der geht davon aus, dass der Markt weiterhin steigt. Genauso muss man aber betrachten, jeder, der sein Put verkauft, also ein Put oder Bär-Produkt, geht von einem fallenden Markt aus. Und wenn ich mein Put-Produkt verkaufe, tue ich das ja, weil ich sage, oh, ich glaube, der Markt fällt doch nicht weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sogar steigt. Und wenn ich bei steigenden Märkten diesen Put noch weiterhin behalte, mache ich Verluste. Also ist hier die Überlegung, jeder, der sich ein Produkt auf steigende Märkte kauft oder der sein Produkt auf fallende Märkte verkauft, geht momentan von einem steigenden Markt aus. Das ist so die erste Grundüberlegung, die man hier angesetzt hat. Und demgegenüber sagen wir einfach klar, jeder, der ein Produkt auf fallende Märkte kauft oder sein Produkt, das er bereits hatte, bei dem er bei steigenden Märkten profitieren würde, wieder verkauft, der geht von fallenden Märkten aus. Und jetzt haben wir plötzlich mal nicht nur eine Momentaufnahme, sondern auch eine Erwartung in die Zukunft, weil es gibt ja Gründe, warum das Produkt gekauft oder verkauft wird. Und mit diesen Zahlen haben wir vor einigen Jahren schon mal hantiert und überlegt, kann man da irgendwie was daraus generieren, das dem Anleger einen Mehrwert bietet, dass er einfach sieht, wie ist denn die Meinung auf die Zukunft gerichtet. So, das wäre mal so die Grundüberlegung von diesem Euwax-Sentiment. Und was wir jetzt da gemacht haben, wir haben natürlich verschiedene Regeln eingebaut. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn du zum Beispiel eine Order vor 3 Wochen aufgegeben hast mit einem Limit und die wird zufälligerweise heute ausgeführt. Da wird die ja nicht ausgeführt, weil deine Marktmeinung, die du hast, eintrifft, sondern einfach das Limit hat er gegriffen. Aber wann das Limit genau zum Tragen kommt, wusstest du ja vor einigen Wochen nicht. Ja, stimmt. Das hätte auch einen Tag später schon passieren können oder so. Genau, oder? Richtig. Also du hast keine Marktmeinung zu dem Zeitpunkt gehabt, sondern insgesamt hast du halt gesagt, ich versuch's mal. Darum 2 Regeln, einmal, ja, Golden 60 Second, einfach ganz wichtig, wir zählen nur die Orders dazu, die nach Einstellung zur Ausführung nicht länger als 60 Sekunden gebraucht haben. Das heißt, wirklich sagt, die Order wurde genau deswegen jetzt platziert, weil jetzt diese Marktmeinung herrscht. Ich glaube, der Markt steigt, ich kaufe einen Call. Ich glaube, der Markt fällt, ich kaufe einen Put. Und nur dann, wenn es eben zwischen Einstellung und Ausführung nicht mehr als 60 Sekunden vergangen sind, dann geht das Ganze auch in die Berechnung ein. Weil wie gesagt, wenn es eine Stunde oder sogar 2 Wochen belaufen würde, dann hat das natürlich relativ wenig Aussagekraft. 60-Sekunden-Regel. Und zum anderen, für jedes Wertpapier ist es recht schwierig. Darum haben wir das Ganze auf alle DAX-Produkte ausgelegt. Also wir haben hier eine Marktmeinung, die sich speziell auf den DAX, auf den allgemeinen deutschen Aktienmarkt der großen Werte orientiert. Und egal, ob es jetzt ein Produkt ist auf den DAX direkt, auf den vorbörslich, nachbörslich, wie auch immer, gibt es verschiedene Konstruktionen. Alles, was sich auf die Bewegung des DAXes in der Zukunft berichtet und was zwischen Einstellung und Ausführung nicht länger als 60 Sekunden gedauert hat, das wird hier herangezogen zur Berechnung. So, jetzt genug des Vorspiels. Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. So kann sowas zum Beispiel aussehen. Wichtig ist, so ein Sentiment, ob es jetzt Euwax Sentiment ist oder auch andere, kann immer positiv oder negativ ausschlagen. Je nachdem, ob eben die Marktmeinung eher positiv oder negativ ist. Und deswegen fällt es manchmal ein bisschen schwer, das zu einem bestehenden Chart, wie zum Beispiel im DAX, der halt nur positiv sein kann, gegenüberzuhalten. Also wichtig, hier ziehe ich mal so eine Trennlinie ein. Hier muss man sich vorstellen, wenn das Sentiment sich auf dieser Linie bewegt, ist sich der Markt einfach uneinig, wo es hingeht. Die Leute, Call und Put, Käufe und Verkäufe, steigende und fallende Märkte, sind ausgeglichen und keiner weiß so richtig, wo geht es denn eigentlich hin. Also immer, wenn diese Linie, diese Neutrallinie durchkreuzt sozusagen dann, ja? Genau, hier ist das letzte Mal der Fall gewesen, an dem Zeitpunkt, wo der Markt gesagt hat, ich weiß nicht so recht, wo es hingehen soll, weil einfach die Anzahl der Käufer und der Verkäufer der Puts und der Käufer der Puts und Verkäufer der Calls, also das Gegengewicht, ausgeglichen waren. Und dann sind wir immer hier auf dieser Linie, wo man hier immer mal wieder sieht. Und alles, was darüber hinausgeht, dann neigt der Markt immer dazu, eher positiv eingestimmt zu sein. Mhm. Und alles, was nach unten geht, ist eben eher negativ eingestellt. Ja. Und wenn man das weiß, kann man schon mal sagen, okay, ich gucke mal drunter den DAX an und kann dann sagen, hat der Markt denn immer recht gehabt, also die Meinung, oder lag sie auch mal daneben? Wichtig, ich kann jetzt nicht euch sagen, genauso müsst ihr agieren, um reich zu werden. Aber was man an dem Sentiment halt sehen kann, man sieht ganz gut, ob der Markt eher an der Untertreibung oder an der Übertreibung hinterherläuft. Jetzt habe ich hier mal von Hand meine ganzen Künste
versucht reinzunehmen und einfach mal beides gegenüberzuhalten. Also das neu eingespielte wäre das Sentiment und das lilane wäre der DAX. Da wird es ja erstmal recht schwer, was rauszulesen. Ich habe es nur mal gemacht, um zu zeigen, wenn man so eine Charts verschmelzen würde, ist das Ergebnis relativ unzufriedenstellend. Und vor allem auf ein Jahr betrachtet, ist interessant, kann man nachher mal anschauen. Aber was interessiert mich das vor einem Jahr? Ich möchte hier eigentlich, wenn ich handeln will, jetzt wissen, wie die Marken. Und du siehst also, dass sich das ausgeglichen verhält, ist sehr selten der Fall. Und meistens gibt es eben... Es ist sogar so, dass es sehr häufig genau gegensätzlich ist, ne? Genau. Und das sieht man jetzt für speziell, und da wird es halt interessant, wenn man mal im Intraday-Bereich sich das Ganze anschaut. Ich habe jetzt gerade hier einen Chart von gestern. Wir haben heute Donnerstag, den 28.02.2019. Mhm. Das Ding ist jetzt vom 27. von gestern, wo ich einfach mal den Intraday-Sentiment dargestellt habe und den DAX-Verlauf von gestern, hier in dem Fall von der Deutschen Bank, die Indikation. Und hier auch wieder wichtig, dass man es einfach grafisch besser erfassen kann, weil sonst versteht man es nicht hundertprozentig. Hier ist der Markt oder die Meinung neutral. Und wenn man sich mal ganz klar Folgendes anschaut, positiv, negativ, ist klar. Hier haben wir zwei Punkte gehabt, wo der Markt von der Einstellung her sehr positiv war. Wir waren gestern im Hoch bei plus 57,3 Punkten im Sentiment und unten im Tief bei 43. Und was da auffällt, dieses Mal, wenn der Markt sehr, sehr positiv war, ist der Markt eher danach leicht gefallen. Wichtig, im Nachhinein kann man in so einen Chart natürlich total einfach irgendwas reindeuten, was reininterpretieren. Genau. Also deswegen jetzt bitte nicht sagen, wow, das stimmt, das ist die neue Handelsstrategie, das mache ich jetzt nur noch. Schaut es euch an, überlegt euch, ob ihr damit zurechtkommen könnt. Ich würde nicht sagen, das ist die Strategie, aber auf der anderen Seite kann man auch hier mal sagen, hier war der Markt sehr negativ eingestellt und danach ist er kurz gestiegen. Hey, danach hat der Markt wieder recht, danach kam er wieder runter. Also wie überall bei der Chart-Analyse, bei allen Analysen, der Markt kann steigen, eventuell aber auch fallen. Und man muss halt gucken, wie viel Vertrauen setzt man in sowas. Aber was man halt hier ganz schön sehen kann, wir haben, glaube ich, vor einigen Videos schon mal, habe ich das Ei des Costolanis gebracht, dass man einfach sagt, wann neigt der Markt eigentlich zu Über- oder Untertreibung? Und das ist vielleicht jetzt mal ein schönes Mittel, dass man sagt, hier habe ich den Sentiment, hier kann ich sehen, was die Anleger an der Börse Stuttgart auf den DAX gesehen über- oder vielleicht untertreiben. Und wenn ich sage, ab gewissen Grenzen glaube ich, hey, der Markt, jetzt gehen wir wieder zum Costolanis zurück, der Markt übertreibt, dann kann ich ja nach dem eigenen Costolanis auch agieren und sagen, wenn der Markt übertreibt, dann muss ich aufpassen und gehe vielleicht in die andere Richtung. Wenn der Markt zu schlecht das Ganze bewertet und die Übertreibung negativ ist, dann kann ich sagen, so schlimm kann es ja gar nicht sein und agiere danach. Aber das absolut das Lustige ist, dass ähnlich wie, gehen wir mal zurück auf die andere genau, also wir haben immer mal wieder auch Umfragen einfach gemacht, um das Ganze auch mal für uns auszuwerten, Jonathan und ich, ja, dass wir in den Community-Gruppen bei Facebook zum Beispiel Umfragen stellen, ja, wie glaubt ihr, ist der DAX-Stand Ende des Jahres, ja, und das ist tatsächlich immer wieder auch interessant zu beobachten, dass es, ja, wenn das Sentiment klar in eine Richtung zeigt, dann tatsächlich genau das Gegenteil passiert, ja. Und das ist sozusagen ja auch in gewisser Weise normal, wenn man das jetzt mal an einer Aktie festmacht. Und nehmen wir mal an, es gibt schlechte Quartalszahlen, okay? Das führt ja in der Regel dazu, wenn die unter den Erwartungen waren, dass die Aktie fällt, so. Dann führt das häufig auch dazu, dass dann der Trend irgendwie auf irgendeinem, ja, umkehrenden Punkt ist und noch mehr Leute verkaufen und also das sich so ein bisschen selbst verstärkt. Aber irgendwann ist es ja auch sehr häufig dann so, dass bei einzelnen Aktien dann irgendwie, sage ich mal, die ganzen Pessimisten dann irgendwann verkauft haben und die Stimmung allgemein schlecht ist und dann schon wieder die kleinste Positivmeldung, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Vapiano oder so, die ja komplett geschlachtet wurde. Und dann auf einmal jetzt gibt's aber demnächst wieder eine kleinste Positivmeldung, die halt eben wieder dann dazu führen kann, dass die Stimmung total kippt auf einmal und dann auch eben die Aktie wieder total sich verändert, ja. Und das ist halt eben auch Genau. Ja. Und vielleicht auch noch ganz kurz zum Schluss, wenn jeder sehr positiv gestimmt ist, wenn man hier sieht, heißt es ja, jeder ist ja, also jetzt gehen wir mal weg vielleicht vom Sentiment, weg vom DAX, einfach mal ein Aktienbeispiel gehabt hast, wenn jeder sehr positiv gestimmt ist, ja, wenn ich positiv gestimmt bin, habe ich die Aktie ja bereits. Ne? Genau. Und wenn alle, die schon positiv gestimmt sind, die Aktie haben, wo sollen die nächsten Käufe kommen, um den Wert nach oben zu treiben? So ist es, das habe ich mir auch gerade gedacht, stellt euch einfach vor, alle 7, irgendwas Milliarden Menschen sind absolut bullish auf die Börse und auf den Markt, ja. So, wo soll dann sozusagen das zukünftige Geld und die zukünftige Nachfrage noch herkommen? Dann müssten erstmal irgendwelche Aliens auch noch kommen und auch noch kaufen wollen, ja.
die Nachfrage ist ja da, aber wo soll das Angebot herkommen? Wo soll das Angebot herkommen, wenn die ganzen Aktien in festen Händen sind? Da kommt das Angebot sowieso. Ja nur dann, wenn von diesen 7, irgendwas Milliarden irgendjemand so einen guten Preis geboten bekommt und er sagt, hey komm, zu dem Preis doch. Und das ist einfach Marktmeinung und genau deswegen machen wir das Video, dass man sieht, warum ist die Marktmeinung so wichtig. Die Marktmeinung muss nicht immer richtig sein, man muss sie aber erkennen können. Dafür ist das Sentiment, wie man sieht, schön, ein gutes Beispiel. Und dann muss man wissen, kann ich das einsetzen und wie weit möchte ich das einsetzen? Also man muss einfach wissen, dass es sowas gibt. Man kann kleine Umfragen machen, ganz klar, aber hier ist es eben keine kleine Umfrage, sondern hier sind wirklich unglaublich viele Tausende von Geschäften, die pro Tag oder 10.000 von Geschäften, die pro Tag gemacht werden. Also nicht nur eine Umfrage, wo man sagt, ja oder nein, sondern ich lege da wirklich Geld auf meine Meinung. Also bin ich auch wirklich der Meinung und mache halt nicht einfach so eine Umfrage mit und sage, wenn es nicht stimmt, ist ja egal, sondern hier diejenigen, die Käufe und Vorkäufe tätigen, die verlieren Geld, wenn sie falsch liegen. Und wenn sie richtig liegen, verdienen sie Geld. Also ist diese Aussage schon vielleicht noch stärker zu bewerten als eine Umfrage in einer Facebook-Gruppe, behaupte ich. Genau. Wobei aber auch das wiederum interessant sein kann, weil halt eben selbst wenn jemand jetzt gerade noch nicht investiert und sein Geld dorthin tut, wo sein Mund ist, dann kann das ja wiederum trotzdem einen Einfluss auf den Nächsten haben, der zum Beispiel eigentlich handeln wollte gerade, aber aufgrund dieser Umfrage oder aufgrund dieses Stimmungsbildes nun jetzt irgendwie auf einmal anfängt zu zögern oder halt vielleicht anders denkt und anders handelt als vorher. Also es ist ja so ein bisschen das, was damals der Keynes gesagt hat über den Schönheitswettbewerb und die Börse, dass es also nicht darauf ankommt, die schönste Frau beim Schönheitswettbewerb zu finden, sondern einfach versuchen herauszufinden, wen die anderen als schönste Frau sozusagen halt. Ich werde immer wieder dazuhören, das habe ich nie gehört. Ja, aber die eigene Meinung ist total egal. Deine eigene Meinung, damit verdienst du nicht wirklich viel Geld. Du musst erkennen, und dann bist du erfolgreich an der Börse, wie die Allgemeinheit auf Nachrichten reagiert, wie die Allgemeinheit die Meinung momentan in die eine oder andere Richtung schlägt. Und genau das ist es. Nur dann kannst du erfolgreich an der Börse sein. Deine Meinung ist natürlich für dich persönlich wichtig, aber damit verdienst du kein Geld, wenn du dich komplett gegen den Markt stellst. So, jetzt genug von der Philosophie-Seite. Jetzt sehen wir einfach mal, warum gibt es ein Sentiment? Was kann man daraus machen? Mhm. Also wenn dann intraday-mäßig, gerade Übertreibung, Untertreibung, das ist vielleicht ganz gut. Ab welchem Punkt eher eine Übertreibung oder Untertreibung stattfindet, das kann ich euch nicht sagen. Da müsst ihr selber Erfahrungswerte sammeln. Ich darf es auch nicht sagen, weil es wäre eine Empfehlung von mir, was ihr zu tun habt. Genau. Aber schaut es euch mal an, vergleicht es mal mit ein paar Tagen und dann könnt ihr vielleicht irgendwann auch sagen, okay, immer an dem Punkt habe ich das Gefühl, bei der Wahrscheinlichkeit von 3 zu 4, 2 zu 3, wie auch immer, geht es in die eine oder andere Richtung. Und so kann man zum Beispiel versuchen, auch mal ein Handelsmodell aufzubauen. Zum guten Schluss noch ganz kurz, wer sich das mal genauer angeschaut hat oder anschauen wird, wir haben ja 4 verschiedene Sentiments. Wir haben den auf Intraday-Basis, auf Monats-, auf 3-Monats- und auf 12-Monats-Basis. Mhm. Eine Frage, die häufiger kommt, deswegen nehme ich sie ja gleich vorweg, deswegen war es mir so wichtig, dass wir sagen können, okay, Intraday hat man zum Beispiel gestern die Höhe bei über 50 Punkten im Plus gehabt, auf der Monatsbasis komischerweise nur bei 30 und auf 3-Monats- und 12-Monats-Basis nur bei 10. Wie kann denn das sein? Ja, ganz einfach, wenn wir jedes Chart, auch den Monats- und Jahreschart, auf jeden einzelnen Tag malen würden, hätten wir so eine Oszillation, ein extrem schwankendes Bild, da könnte man eigentlich nicht viel rauslesen. Darum ist der offizielle Sentiment geglättet. Das heißt also, wir sagen, na gut, für den Intraday, dann nehmen wir die Minuten. Jede einzelne Minute wird betrachtet und reingenommen. Wenn wir den Einmonatschart nehmen, gehen wir auf Tagesbasis. Also jeder Endtagespunkt ist ein Punkt und der wird mit der Linie verbunden für das Chart. Wenn wir das Ganze auf 3-Monatsbasis machen, nehmen wir den Durchschnitt, wenn man so bezeichnen möchte, der letzten 10 Tage pro Punkt und auf ein Jahr 20 Tage. Und darum sehen die etwas unterschiedlich aus, wenn man sich einen 3-Monats-Chart anguckt, muss man nicht unbedingt die Bewegung im Jahreschart eindeutig auch erkennen können, weil die Zahlenbasis im Hintergrund eine andere ist. Das muss man verstehen, in Anführungszeichen, weil sonst verwirrt das vielleicht ein bisschen. Und wie erwähnt, die meisten Anleger schauen eher natürlich auf den Intraday, weil sie daraus am ehesten für ein schnelles Geschäft eine Indikation erreichen können. Ja. Aber auch die anderen können für langfristige Betrachtung durchaus mal interessant sein. Je nachdem, nicht jeder muss sich ein Hebelprodukt, ein scharfes Produkt kaufen. Man kann ja auch sagen, ich gucke mir eine Aktie aus dem DAX an. Und der DAX ist häufig für auch die Aktien, die laufen relativ parallel zueinander, vielleicht eine Indikation dafür. Genau, also ich sag das am Ende auch nochmal dazu. Es gibt ja solche Sachen auch noch zum Beispiel an der Eurex und so mit Put-Call-Verhältnissen und so. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass jetzt innerhalb von einem Tag oder sogar einem halben Tag dieses Sentiment sehr schnell umschlagen kann. Ja, von zum Beispiel gestern 75 oder 80% Put-Handel zu Call
und dann jetzt innerhalb von einem halben Tag auf einmal umschwenkt auf 68% Call und nur noch 31 Put, dann merkt man halt schon, okay, das ist natürlich wahrscheinlich ziemlich schwierig, daraus Strategien abzuleiten. Aber mich würde es am Ende auch nochmal interessieren, was ihr dazu sagt, liebe Leute, und ob ihr diese Sentiment-Geschichten bei euch mit einpflegt in die Strategie und wie ihr das macht. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Kennt haben. Ich meine, vielen ist es nicht mehr bewusst, dass man da relativ leicht in die Daten rankommt. Auch das würde mich interessieren. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, diesmal haben wir 20 Minuten. Kurz und knackig für uns, würde ich mal behaupten. Für unsere Verhältnisse. Wir haben aber schon die Themen für die nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Ich auch. Das Wochenende. Danke, Richie. Bis dann. Ciao, ciao.